Schön. Dann kommen wir dazu. Also macht euch jetzt nicht den Kopf, der Prozentanteil ist nicht wesentlich, weil wir sowieso jede Woche einmal ist keinmal, falls da jetzt irgendwas schief geht. Der Grund dafür ist nicht, dass ich euch ärgern will, sondern dass ich eine Stimulation, quasi ein Bedarf, einmal sich die Folien angucken, quasi platzieren will in die Woche, weil jeder muss ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, wenn ihr 5, 6 weitere Kurse habt. Und da geht es darum. Im Zweifel 5 Minuten vorher habt ihr es euch angeguckt, mehr um was anderes geht. Es ist also, es soll einen Lerneffekt haben, hoffentlich. Okay, heute wollen wir uns mit zwei Themen beschäftigen. Zum einen dem Datentyp Bool für wahr-falsch-Aussagen oder wahr-falsch-Werte und einmal Kontrollstrukturen, if-else, wo wir unser Programm dynamischer machen als bisher. Die Aufteilung ist so wie vorher angekündigt. Wir haben jetzt die ganzen Logistikgeschichten gemacht schon, also Wheel of Names, wer da zusammenfasst. Wir haben auch schon die Fragen vom letzten Mal ausgewählt, die garantiert in der in der Klausur rankommen. Und dann machen wir einen Block zu dem Boolean, einen Block zu dem if-else. Ich werde wieder viel in dem Colab sein. Und ihr könnt das auch nachvollziehen, wenn ihr über Moodle jetzt auf Colab geht. Der Datentyp Boolean. Die Programme, die wir bisher gesehen hatten, waren linear. Also wir haben uns angeguckt, was wir für Datentypen haben. Arithmetische Datentypen, also Zahlen und so weiter, Strings. Und dann haben wir bei der ersten Übungsaufgabe, haben wir dann untereinander Code geschrieben, der halt arithmetische Operatoren verwendet hat, ein bisschen Print, ein bisschen Input, aber es ging von oben nach unten. Unser Programm hat keine Entscheidung getroffen und es hat auch nicht irgendwie was wiederholt. Es war einfach von oben nach unten fertig und dann hat es was ausgegeben. Und wir haben, um quasi zum nächsten Thema zu kommen, wie wir Entscheidungen treffen, müssen wir diesen Datentypen Bool besprechen. Das heißt, es gibt falsch und wahr als Werte und der Datentyp dazu ist Bool. Ist erstmal nicht so schwer zu verstehen. Schwer zu verstehen ist manchmal, dass im Hintergrund ein Bool entsteht, wenn man zum Beispiel sagt, ist also x größer y. Das hat ja ein Wahrheitsgehalt. Es ist entweder falsch oder wahr. Also x ist 5, y ist 3, also ist 5 größer 3. Ja. Und dieser Ausdruck, der erzeugt im Hintergrund einen Wert. In Python, ne? Der ist im wahr oder falsch vom Typ Bool. Gucken wir uns gleich auch mal in einem Colab an. Und das nächste, was kommt, und kommen dann auch Folien, ist, dass man natürlich boolsche Werte miteinander verknüpfen kann. Ihr wisst das mit und, oder und nicht und so weiter. Was es nicht gibt, ist ein XOR oder andere Werte und oder und nicht. Aber ihr wisst, damit kann man alles andere abbilden. So. Das Literal für wahr ist in Python true. Das Literal für falsch ist in Python false. Mit einem großen F und einem großen T. Und wenn wir den Typen von true uns angucken im Codeboard, wenn wir das hinkriegen. So. Das Codeboard ist für euch verfügbar und könnt ihr auch ausführen. Der Typ von A ist ein Bool. Und der Typ von B ist auch ein Bool. Und der Vergleichsoperator, also ist 1 größer 0, ja, den habe ich hier auch mal in einen Typen gesteckt und gesagt, was ist denn der Typ von dem Ausdruck 1 größer 0? Und der Typ ist auch ein Bool, ne? Weil hierhinter steckt ein Wahrheitsgehalt. Ist entweder so oder ist nicht so. Hier kann natürlich auch was anderes stehen. Ist heute Montag, ja, habe ich 5-mal auf den Knopf gedrückt und so weiter und so fort. Das sind immer Ja, Nein. Und es gibt jetzt bei den Vergleichsoperatoren, bei den Zahlen zum Beispiel, als Wiederholung vom letzten Mal, das kennt ihr alles, ist eine Zahl kleiner oder gleich, ist es größer gleich, ist es ungleich oder ist es gleich. Und all das ergibt ja entweder ein Wahrheitsgehalt true, oder false. Und wenn wir im Colab uns anschauen, was man damit so bauen kann,
Dann kann man auch das, was wir bisher gelernt haben, kombinieren. Ich kann eine Zahl eingeben, 45, und ich kann eine zweite Zahl eingeben, 30, und ich kann sagen, die Variable a kleiner ist das Ergebnis des Ausdrucks, ob a kleiner b ist. Wird also den Datentypen bool kriegen. Ne? A kleiner b ist entweder wahr oder nicht wahr, also kriegt das hier den Typ bool. Das ist nur eine Printausgabe, die die Sachen kombiniert. A, spitze Klammer, lalalala. Und die Antwort ist nein. Ja, 45 ist nicht kleiner als 30. Ja. Ja. Genau. Also man schreibt, man muss nicht da Boolean schreiben. Bei Python schreiben wir ja in der Regel sowieso keine Datentypen hin. Wir können ja auch sagen, foo ist gleich das, dann ist es auch ein String. Oder wir schreiben foo gleich 5, dann ist es ein Integer. Und hier konnte Python den Typen sogar aus einer komplexen Aussage ermitteln. Ist aber auch nicht ganz neu für uns, wenn wir jetzt nämlich sagen würden, foo ist 1, so. Ist auch ein Ausdruck, ein arithmetischer Ausdruck, der als Typ ein Ergebnis hat von int. Das ging schon bei den Zahlen, dass wir quasi auf der rechten Seite etwas Komplexeres haben. Bei Boolean geht es halt natürlich darum, Dinge in Verhältnis zu setzen. Ist das 5, nicht 5 oder so. Also hier könnte auch stehen, ist a mal 2 gleich 5. Mal 4. Ja? Gleich. Entschuldigung. Ja. Gleich ist eine Zuweisung. Damit ändert man Werte von Variablen. Ja? Und gleich ist ein Vergleich in Python. Also hiermit ändere ich den Wert. Ja, also Variable a kleiner kriegt einen neuen Wert. Erinnert euch dran, das letzte Mal mit dem Speicher und so, hole den Wert aus dem Speicher, schreibe ihn in einen Speicher. Das hier ist sozusagen das Schreiben eines Wertes in den Speicher des Rechners. Und das hier ist nur ein Vergleich von, ob a mal 4 5 ist. Das wäre dann falsch, weil a mal 4, na, kommt drauf an, was ich eingebe, oder? Ja, ist schwer, eine ganze Zahl einzugeben, weil wenn ich jetzt allerdings hier raus einen Float machen würde, dann könnten wir näher rankommen, ne? Ja, dann könnten wir eine Zahl eingeben, welche auch immer das ist. Das wäre jetzt 5 durch 4, ne? 1,25. 1,25. Das zweite ist eigentlich egal. Und jetzt sagt er, die Ausgabe ist natürlich Quatsch, die Ausgabe hier ignoriert mal. A kleiner ist jetzt true geworden, weil A mal 4, 1,25 mal 4, 5 ist. Okay. Also das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, was man genau tun will. Das müsst ihr dann genau wissen, was ihr für ein Programm schreiben wollt. Aber das ist es. So, hier ist ein Beispiel und ich denke jetzt an deinen Hinweis vom letzten Mal, dass die Werte, die hier definiert werden, auch in den anderen Zellen verfügbar sind. Habe ich mich selber das letzte Mal quasi ausgetrickst. Der Modulo-Operator, erinnert euch an den habt ihr auch schon verwendet. Der sagt nur, ob es durch 3 teilbar ist. Das heißt, wenn ich durch Ganzzahldivision durch 3 mache, hat es einen Rest oder nicht. Ja? Und 18 durch 3 hat keinen Rest. Ja? Ist also ein Vielfaches von 3 oder ist durch 3 teilbar. Das ist auch nett, wenn man sagt, ist etwas gerade oder ungerade. Dann macht man Modulo 2. Hier kann man, es sind jetzt nur Beispiele, ne? Ob etwas gerade oder ungerade ist. Y ist jetzt übrigens Dings geworden. Y ist jetzt x plus 1 geworden, nicht dass ihr euch. So, hier ist die Frage, ist jetzt y und x gleich? Das ist deine Frage. Vergleich. Das war die, das war das Ungleich. Und das ist eine, was ist das? Eine Tautologie, heißt das so? Etwas, was immer wahr ist. War das eine Tautologie? Also x kleiner gleich x ist immer wahr.
Das ist in den Kommentar für euch. Genau, das liest Python nicht, sondern das kann man einfach mit Raute, habe ich wahrscheinlich noch nie erwähnt, oder? Ja. Nee, habe ich vielleicht nicht erwähnt, aber das sind Kommentare, die man hinten schreiben kann, die kann man auch irgendwo mittendrin schreiben. Genau. So, das Colab ist ganz nett für euch als Lektüre, ausführbare Lektüre. Ne? Ist wie ein Buch, wo man drauf touchen kann. Dann würde ich mal schauen, ob es Fragen gibt. Ihr lasst euch jetzt erstmal natürlich berieseln, das ist ja alles soweit okay. Hat ja auch noch nicht viel mit euch gemacht, aber das ergibt Ausdrücke. Und jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen komplexer. Für euch wahrscheinlich nicht, aber für die typischen Medieninformatiker, deren Köpfe fängt dann an, irgendwie zu rauchen, weil man jetzt natürlich boolesche Ausdrücke wie x größer y jetzt auch noch verknüpfen kann miteinander. Das ist jetzt für euch nicht neu, wie Schaltungen funktionieren und Gatter funktionieren. Das heißt, man kann jetzt schreiben A und B. Ja, oder x ist größer als 0 und x ist kleiner als 23. Das kann man miteinander verknüpfen mit dem Schlüsselwort AND. Es gibt OR und NOT. Ja. So, und dort habe ich auch ein paar Beispiele. Das wäre jetzt hier versuche ich eine Wahrheitstabelle zu zeichnen, also auszugeben. A ist true, B ist true, true, false, false, true, false, false. Das ist quasi für zwei Variablen die Deklination von den Möglichkeiten. Und hier auf der rechten Seite ist quasi der Python-Ausdruck dazu. Der sagt A und B, A und B, A und B, A und B. So wie in der anderen Aufgabe bei euch, zum Beispiel A plus B, bei arithmetischen Operationen gibt es A und B. Das ist die Wahrheitstabelle. Und das ist die Wahrheitstabelle für ein Oder. Auch nichts Neues für euch. Oder? Nichts Neues für euch. Okay. Und da müsst ihr natürlich wissen, dass, das wisst ihr auch, dass Ausdrücke komplex werden können. Was ist der Unterschied zwischen kompliziert und komplex? Nee, nicht komplexe Zahlen, sondern einfach nur im Deutschen oder allgemein. Was ist kompliziert, was ist komplex? Schwer könnte beides sein. Kompliziert, ja, jetzt hast du kompliziert mit kompliziert erklärt. Ja? Wenn etwas kompliziert ist, ist es aufwendig. Okay, ja, lass uns ergänzen. Das ist schon mal ein richtiges Attribut, ja? Ja, ja, so erkläre ich es mir auch ungefähr. Also bei Komplexität denke ich an viele kleine Aufgaben, die jeweils für sich nicht kompliziert sind, aber es sind viele davon. Und bei einer komplizierten Aufgabe kann es auch nur eine Aufgabe sein, die ich habe, die ist aber so tief. Die Aufgabe ist kompliziert, aber es sind nicht viele davon. Ich kriege eine Aufgabe, eine Formel, die ich lösen soll und da sitze ich dann ewig dran. Oder ich habe die Aufgabe, eine Million Formeln zu lösen, wo nur Additionen drin sind. Das ist eine komplexe Aufgabe, das ist eine komplizierte. Schlimm ist natürlich, wenn ihr eine komplizierte Aufgabe habt. Also sehr viele schwierige Sachen und viele davon. Zum Beispiel abwaschen. Ja. Könnte für den einen eine komplizierte Aufgabe sein, für den anderen nur eine komplexe und für den dritten ist das Entspannung. Deswegen sind wir uns auch alle nicht einig. Ja? Für mich ist es eine komplex, nicht komplizierte Aufgabe, aber das ist zu viel, das ist irgendwie, wie mache ich das? Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, meine Frau und ich werden uns nicht einig. Bei ihr muss alles aus dem Spülbecken raus zur Seite und dann muss man es sehen, damit man es abwäscht. Bei mir muss alles in den Spülbecken rein, damit es die Flächen nicht belegt. Bei mir muss es rein. Und dann wasche ich ab, wenn da nichts mehr reinpasst. Und dann werden wir uns nicht einig. Wir sind 18 Jahre zusammen. So. Ihr könnt natürlich jetzt müsst ihr fragen, in welcher Reihenfolge wird das eigentlich abgearbeitet? Gibt es eine Präzedenz? Der kann mir das Wort Präzedenz übersetzen? Nee? Aber vielleicht auch.
Aber was ich meine ist so eine, ja genau, so eine Bevorzugung, so eine Hierarchie. Also wird zuerst das und dann das oder und das nicht, wird das nicht zuerst. Es ist so, wie ihr es vermuten würdet, das nicht bindet am stärksten, dann kommt das und dann kommt das oder. Das kennt ihr aber auch. Ne? Das sollte auch so normal sein, fast überall. Ne? Das nicht bindet am stärksten. Das kann man natürlich sich visualisieren. Und falls es da noch irgendjemanden gibt, der sagt, WTF, meine Kollegin Frau Ripphausen-Lieper hat ein, wir schauen uns jetzt zusammen, hat ein Video erstellt mit einem Ausdruck, den sie dann visuell Stück für Stück zusammenfasst und sagt, wie der ausgewertet wird und wie er dann vereinfacht wird und wie er dann am Ende zu einem Ergebnis kommt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ja? Credits gehen natürlich an Heike. Den habe ich hier verlinkt. Okay. Also falls jemand sagt, keine Ahnung, wie wird denn das ausgewertet? Weil am Ende soll es ja angeblich ein Boolescher Ausdruck sein. Alles geht zusammen auf, ist es so oder ist es nicht so? True oder false? Ja, egal wie komplex das ist. Frag? Langweilig euch? Ihr seid ja. Weil das ist alles ja schon mal irgendwie gehört, aber jetzt steht hier and und or und not und. Was ja auch gut ist, wenn man Dinge, die man woanders gelernt hat, auf Hardware hier auch nochmal in Software sieht und auch ausdrücken kann. Ich glaube, ganz schlecht ist das nicht. So, jetzt würde ich zu dem Teil übergehen, wozu wir zum Beispiel boolesche Ausdrücke brauchen. Ja, das haben wir jetzt erstmal nur so in die Luft geworfen. Dieses blaue Ding, was sagt denn das? Wer erinnert sich? Ja. Okay, genau. Okay. Zweimal Folie 2. Achso, die Nummerierung von hier vorne ist nicht klassischer Copy-Paste-Fehler. Hat nicht kompiliert in deinem Kopf, ne? Ausführfehler. Nee, danke. Das sind wirklich wichtige Hinweise. Ich habe kopiert. Jetzt ist richtig, ne? Ich behaupte das Gegenteil jetzt. Okay, also das blaue Ding, erinnert euch, wenn man Entscheidungen treffen will. Ja? Und wenn man das Ganze runterbricht, muss jede Entscheidung ja getroffen, also wenn es nur zwei Wege gibt, ihr seid auf einem Weg, und es gibt eine Gabelung, ignoriert mal, dass ihr den Weg verlassen könnt und euch selbst umbringen könnt und so. Ihr müsst euch entscheiden. Ja, ihr geht nach links oder rechts. Und da müsst ihr es ja auf einer Basis machen. Das könnte Zufall sein. Ich mache die Augen zu, drehe mich im Kreis und gehe einfach in irgendeine Richtung. Oder wenn die Sonne eher rechts ist, gehe ich rechts. Oder wenn sie eher links ist, links. Oder wenn es jetzt 13 Uhr ist, links. Oder was auch immer. Es muss ja eine binäre Entscheidung getroffen werden, links oder rechts, egal wie komplex davor eure Entscheidungsfindung ist. Ja? Hier ist sie jetzt ganz einfach, wenn der Pfad nach links frei ist, dreh dich nach links. Das ist jetzt eine relativ einfache. Und manchmal sieht das halt so aus. Ja? Die erste Zeile von dem Code, was macht die erste Zeile? Nur die erste, hier. Also hier, die hier. Das ist Python. Was macht der? Ja, da wird wohl eine Variable definiert und da passiert noch mehr. Ja? Sie wird dem Wert true gesetzt und erhält damit wahrscheinlich den Datentypen bool. Ja, so eine Zeile hat schon sehr, relativ viel. Ne? Das kann man auch definieren, weil sie nicht mit einer Zahl anfängt und nicht Minus und so weiter. Und gleich ist eine Zuweisung. Ne? Also schreiben von. Okay. Das ist jetzt ein neues Konstrukt, was wir noch nicht hatten. Hier können wir bei der Weggabelung eine Entscheidung treffen. Gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts? Und hier geht es darum, was wir printen. Printen wir das oder printen wir das? Das ist jetzt eine einfache Entscheidung. Bitte.
Genau. Und dieses Konstrukt funktioniert so, wir haben jetzt ein neues Schlüsselwort, das heißt if und else. Ja, oder meine beste Freundin Else. Das if hat hier an der Stelle, bevor dieses Doppelpunkt kommt, hier an der Stelle muss ein boolscher Ausdruck stehen. Der einfachste boolsche Ausdruck ist natürlich, wenn ich dieses true nehme und hier rein tue, dann ist das auch ein boolscher Ausdruck. Dieses Programm tut immer dasselbe, ne? Es geht immer hier rein. Weil true ist nun mal true. Jetzt tut es übrigens auch immer noch dasselbe, aber es regnet, könnte ja auch vom User kommen, ein ja, nein, oder wir rufen die Wetterinformationen vom deutschen Wetterdienst ab, holen uns die Info zurück und gucken, regnet es gerade und wenn es regnet, dann so. Das kann ja, das soll hier nur andeuten, dass das hier eventuell komplizierter ist. Und hier steht also, hier, ein boolscher Ausdruck. Der kann beliebig komplex sein. Der kann auch sein, es regnet und es regnet nicht. Das ist wohl falsch. Ich gehe davon aus, das ist etwas, das müsste ich selbst ausprobieren. Nicht. Ja. Gibt es dazu erstmal eine Frage? Wieso, weshalb, warum? Ja, natürlich. Was nicht klappt ist, das können wir auch gleich alles im Codeboard, ich kann hier nicht 5 reinschreiben. Wieso nicht? Oder es macht keinen Sinn, auch wenn Python das schlucken würde. Ja, gern. Genau. Genau. Es gibt Programmiersprachen. Wir können das ja gleich mit Python ausprobieren. Das ist bei mir eine Lücke sozusagen, eine Wissenslücke. Es gibt Programmiersprachen, die tatsächlich Zahlen interpretieren. Die sagen, die Zahl 0 ist falsch, alle anderen Zahlen sind wahr. Das kann jetzt sein, dass Python das macht, aber bleiben wir mal vom Python zu sinnvoll. Ja? 5 würde ein normaler Mensch in der Realität nicht sagen, ist wahr. Sondern ist 5 das Doppelte von 3? Das ist falsch. Ja, oder ist es das Doppelte von 2,5? Das ist richtig. Ja, aber 5 selbst sollte eigentlich kein Wahrheitsgehalt haben. Es ist jetzt der Moment wahrscheinlich, wo wir so ein neues Code-Ding hier an. So, nimm die Regenjacke mit. Ja. Ist ein leerer String wahr? Nein. Ist ein String, wo etwas drinsteht, eventuell wahr? Ja. Ist 2.0, ist 0.0 immer noch wahr? Falsch? Ja. Ist 0.1 plötzlich wahr? Ja. Okay, dann haben wir es. Ja, Python hat da eine Interpretationsebene. Java hätte sie nicht. Ja. Achso, jetzt wissen wir gar nichts mehr, ne? True. Und ich glaube, hier heißt es not, es regnet. Das heißt, jetzt muss man zu Hause bleiben, obwohl es regnet. Das war die einfache Verneinung. Ja. Und du hast gefragt, kannst du noch mehr verneinen? Wieso nicht? Python scheint hier gerade sehr viel Flexibilität zu zeigen. So. Und so können wir unseren Code wieder heilen. Jetzt macht er wieder, was er soll. Okay. Gut. Also, eine einfache Entscheidung, laufe ich nach links oder nach rechts auf Basis eines boolschen Ausdrucks. Und es geht auch mehr. Was ist, wenn ihr vor einer Gabelung steht und es gibt 4 mögliche Wege? Oder zumindest 3, also mehr als nach links oder rechts. Es geht nach links, geradeaus oder rechts. Dafür gibt es das Konstrukt
Elif, das ist quasi eine Abkürzung von else if. Ja, es ist eine Kombination auch ansonsten, aber mit trotzdem einer Entscheidung, ob sich der Weg lohnt. Also ich gehe nach links, wenn die Sonne links ist. Ansonsten gehe ich geradeaus, wenn die Sonne mittags steht. Und ansonsten, else, wenn beide Wege nicht klappen, nehme ich den dritten. Okay? Kommen wir jetzt zu, welche Teile können sich wiederholen, welche Teile sind gleich. Das Minimum vom if-else ist folgendes. Das hier. Okay? Das ist das Minimum. Wenn, dann tu irgendwas. Dann schreib irgendwas auf die Konsole. Ihr braucht kein else. Ihr braucht kein else if. Das braucht ihr also nicht. Das ist das Minimum, wo euer Programm Entscheidungen treffen. Dann print irgendwas. Genau. So. Die zweite Ebene war, also die wir gerade hatten mit dem Regen, war ja, dass es ein else gibt. Okay? Das war diese else ist also optional. Man kann sagen, wenn das so, ansonsten tu dies, wenn das nicht zutrifft. Okay? Rein logisch, ja, wenn jetzt die Spitzfindigen kommen, müsste es ja eigentlich dasselbe sein wie das hier, ne? Das ist das else. Wenn eine Bedingung zutrifft, tu dies. Wenn eine Bedingung nicht zutrifft, tu das. Ja? Ist nur hässlich. Das macht klarer, worum es geht. Deswegen gibt es das auch. Dann die nächste Komplexität ist, dass es weitere Fälle gibt. Wenn, ansonsten. Und der Teil hier, der ist für euch nicht begrenzt. Ihr könnt noch einen natürlich haben. Das wäre jetzt eine Gabelung, wo es 4 mögliche Wege gibt. Ja. Genau, else ist quasi, wenn alles andere nicht zutrifft, ansonsten. Bei else gibt es auch keine Condition. Ja, es soll ja genau das sein. Das, wenn das alles nicht zutrifft, das. Sie hat ja nur wahr oder falsch. Hier kann ich nur wahr oder falsch schreiben. Aber wenn er jetzt noch mit den Abzweigmöglichkeiten kann er ja nicht entscheiden. Sehr gut. Sehr guter Hinweis. Also, was ist, wenn ich das hier mache? Ne? Das war ja deine Frage. Was ist, wenn alle Wege zutreffen? Jetzt alle, ich soll jetzt, also Mutti fragt, soll ich Spaghetti kochen oder Schnitzel oder Pizza? Und die Antwort ist ja. Genau, so verhält sich Python, so verhält sich Java auch. Es geht von oben nach unten. Das Erste, was zutrifft in so einer Verkettung, dann hört es auf, weiter zu forschen. Genau. Also das wird jetzt das hier ausführen und der Rest lohnt sich nicht mehr anzugucken. Er hat ja schon was gefunden, was true ist. Okay, aber du hast recht. Wenn man davor steht, muss man sagen, oh, ich muss mal meinem Python beibringen, ne? Irgendeine Regel muss ich haben. Also es werden, und das ist eine sehr gute Frage, hier kann euer Programm mit diesem Programmierkonstrukt, achtet bitte auf meine Worte, mit diesem Programmierkonstrukt könnt ihr nicht euer Programm in mehrere Richtungen gleichzeitig schicken. Es gibt andere Konstrukte. Hier ist nur eine Entscheidung, links oder rechts oder Mitte, oder, aber nicht, und jetzt klone ich mich und gehe in sowohl da lang, als auch da lang, als auch da lang. Das sieht so aus, passiert aber nicht, weil das so verkettet ist. Es ist ein XOR, wenn ihr so wollt. Entweder oder. Also diese Verkettung hat XOR-Charakter. Also. Was war deine... Naja gut, hier müssten wir... Ich habe hier ein komplexeres Beispiel. Lass uns gleich dahin springen. Hier zum Beispiel. Ja? Okay, wie alt bist du? Ich bin 0 Jahre alt.
Ja, du darfst auf dem Bürgersteigrad fahren. Okay, nächste Frage, wie alt bist du? Ich gebe am besten jetzt mal die 9 ein, weil die scheint ja die Grenze zu sein, ne? Kleiner 9. Für dich gilt die Schulpflicht. Ja, weil ich hier nicht reingegangen bin, ne? Alter war nicht kleiner 9. Ich habe ja 9 eingegeben. War Alter kleiner gleich 16? Ja. Dann ist es hier reingegangen, hat sich jetzt quasi für den Weg entschieden. Und wenn ich jetzt 17 eingebe, ne, dann kommt der Erzteil. Ja, und wenn ich jetzt, und Erz ist deswegen so mächtig, weil ich jetzt auch das hier eingeben kann. Ne? Okay, also das war beantwortet hoffentlich deine Frage mit denen, das muss ja komplexer werden. Man kann natürlich, wenn ihr euch den Wertebereich von Zahlen vorstellt, ne, sagen wir mal alle positiven Zahlen inklusive der Null, ja, dann kann man den natürlich segmentieren. Und man kann sagen, wenn es zwischen das und das ist oder das und das ist. Man kann auch die Segmentierung falsch machen. Ja, ich kann jetzt hier sagen, wenn du kleiner als 9 bist und wenn ich hier jetzt sage, Alter ist größer als 10, dann habe ich jetzt eine Lücke eingebaut. Ganz einfach. Ich habe einfach für die 9 nichts definiert. Also 9 fällt hier rein. Ja? Also das ist jetzt einfach ein Fehler von mir. Ich bin 9 und ich darf mich zur Fahrschule anmelden. Wieso? Weil ich gesagt habe, alles was kleiner 9 ist, darf auf den Bürgersteig und alles was größer 10 ist und kleiner 16 ist, habe ich Fehler gemacht. Habe den Raum der natürlichen Zahlen nicht richtig aufgeteilt. Sagt mir das Python? Nein. Vielleicht soll ja das Programm genau das. Ja, aber mein Erz ist gerade blöd definiert. Das sagt nämlich, alles, was ich nicht definiert habe, darf zur Fahrschule. Also ja, grundsätzlich. Also Erzfehler mache ich in der Regel als Entwickler. Mache ich immer Erzfehler, weil ich als Entwickler habe irgendeinen Fall nicht bedacht oder meine Bedingungen hier oben komisch definiert. Ja? Und hier muss ich natürlich jetzt anfangen, Segmentierung. Zum Beispiel, dass jemand über 120 ist oder unter 0 ist oder überhaupt 0 ist. Also das kann man dann eingrenzen. Ja? Die Fälle nimmt man raus und alles dazwischen segmentiert man. Das ist jetzt, Fehler macht man dann. Ja? Also, und dann fliegt die Rakete nicht auf dem Mars, sondern neben dem Mars vorbei. Irgendwas falsch berechnet. Ja, entschuldige. Wenn man jetzt bei hier? Ja, das war genau. Also was? Wenn ich nur kleiner gleich 9 mache oder ich habe es nicht ganz. Also wenn das in der Also wenn es kleiner 9 ist, ist es hier. Und eigentlich, wenn ich es korrekt machen würde, hätte ich gesagt, und alles, was größer gleich 9 ist. Ja. Wenn du sagst quasi nur das, ja. Das ist gleich wegmachen. Ja, da hättest du die Lücke mit gleich 9. Gleich 9 ist nicht definiert. Das ist kleiner, das ist größer. 9 ist ignoriert. Okay. Trivialisiert das nicht in eurem Kopf, falls das jemand sagt, oh ja, habe ich jetzt verstanden. Das muss man so ein bisschen hinterher. Und auch das spezifische Problem, was ihr habt, definiert sehr viel davon. Ne? Ich habe eine Datenreihe und filtere die Fehler will ich rausfiltern, die nicht dem Median entsprechen. Median habe ich berechnet. Immer wenn es kleiner als das Dreifache von der Standardabweichung zum Median will ich den Wert nicht mit übernehmen, entweder kleiner, größer und somit könnt ihr quasi Outlier, also außerhalb des Medians könnt ihr die Standardabweichung definieren, die historische und dann könnt ihr sagen und alle, die da drüber sind und da drunter sind, sind Rauschen. Ja? So könnt ihr natürlich auch Segmente definieren. Ne? Median, Standardabweichung, ein Vielfaches von der Standardabweichung und jetzt kommt ein Signal rein. Wird das Signal gefiltert oder nicht gefiltert. Ja, und das macht man dann wahrscheinlich mit so einem kleinen Blöckchen hier. Wenn ihr euer Eingangssignal verrauscht ist und ihr wollt eine CSV-Datei lesen,
Und ihr wollt eine CSV-Datei schreiben, die dann die gefilterten Signale enthält, wo dann die Abweicher draußen sind, wird wahrscheinlich sowas hier drin stehen. Hat das im Entferntesten was mit eurem Alltag zu tun? Ich habe mir gerade was ausgedacht. Irgendwas mit diesem Rauschen und Filtern. War das jetzt so wow? Oder war das so? Keine Ahnung. So. Ja, also das ist erstmal eine Entscheidung, die man treffen kann. Falls ihr ein visueller Typ seid, ist hier eine Visualisierung, die das Ganze mit einem If, einem If-Else und einem If-Else-If-Else. Könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Das ist einfach nur If und Else. If mit einer zweiten Kondition, ein Else-If. Und das ist ein If mit einem Else-If mit einem Else. Könnt ihr euch anschauen, wenn euch das interessiert. Ansonsten, wem das besser gefällt, bleibt doch dabei. Und da diese Folien immer so schön live sind, müssen wir unser Zeug hier wieder wegnehmen. So. Wir sind bis hier angelangt und der nächste Schritt ist natürlich in den Collab rein. Und da haben wir ein bisschen was übersprungen. Ne? Wir haben jetzt hier... Else ist der Default. Leider nicht. Das ist hier so ein... Du machst irgendwas, es ist persistent. Die Idee ist ja, dass ich den, wenn ich ständig an den Default denken müsste, dann würde seine Verbesserung, müsste ich im Nachgang noch in den Default reintun. Alles hat seine Vor- und Nachteile, wohingegen seine Verbesserung direkt reingegangen ist, fertig, muss nie wieder drüber nachdenken. Man muss nur wissen, was man tut, wenn ich mit euch die Beispiele so verändere. Okay, also, wir können jetzt noch eine Sache machen. Ihr habt euch, wegen einer Sache habt ihr nicht, ja, was heißt gemeckert? Ihr habt eine Sache übersehen, ich habe sie noch nicht erklärt. Und zwar ist das die Frage, wieso steht Statement hier und nicht hier? Macht das einen Unterschied? Und jetzt machen wir mal eine einfache Geschichte hier. Das hier funktioniert ja noch, ne? Genau, nehmen die Regenjacke. Ich nehme mal diese Einrückung hier weg. Und es gibt einen Fehler. Es gibt in Programmiersprachen, Java, Python, was auch immer, das Konzept von Blöcken. Falls sich irgendwer an ein Wort erinnert fühlt, Blöcken. Blöcke. Okay? Und ein Block ist sowas. Haben wir noch nicht gehabt, das sind Schleifen, machen wir das nächste Mal. Und das ist auch ein Block gewesen. Das war diese Entscheidung, laufe ich nach links oder laufe ich nach rechts. Und wenn ich ein Programm schreibe, welches Quatsch macht, kann ich auch in einer Entscheidung noch eine Entscheidung reintun und eine Entscheidung reintun und eine Entscheidung reintun. Ob es dann noch was Sinnvolles macht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber Blöcke können in Blöcken gesteckt werden. Ne? So, das ist nun mal ihre Eigenschaft. Okay, ich könnte also auch in einen grünen Block reintun und dort einen blauen Block. So, das ist erstmal die Eigenschaft, Blöcke können in Blöcke reingesteckt werden. Ihr seht bei diesen Blöcken diesen Mund. Ja? Ja? Hier. So, da wo reinkommt. Das heißt, der Block hat einen Anfang und ein Ende. Wieso? Naja, ihr wisst doch, dass man hier auch noch ein Statement reintun kann. In den grünen. Ja, das ist nicht nur eine Sache, die rein kann. Das heißt, wir müssen wissen, welche Anweisungen sind innerhalb von dem Grünen. Die Umschließung. Ne? So. Wo beginnt es? Wo endet es? Und in anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++, C und Java, sieht das Ganze so aus. Machen wir mal if, else, Java. Wobei, oder JavaScript, ist alles das Gleiche, nur in grün. So sieht das aus.
So sieht das aus. Hier. Also, alles, was hier drin ist, ist quasi in dem grünen Ding. Wenn das das grüne Ding ist, ist hier alles, was da drin ist. Da kann eine Sache drin sein oder mehrere Sachen drin sein. Okay, das ist JavaScript, PHP, C, C++, Java, Python funktioniert anders. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Einrückungen. Bei Python ist es so, dass man gedanklich diese Blöcke so macht, indem man einrückt. Also nicht hier, hier und hier. Das heißt, das if kann ja mehrere Anweisungen haben. Ne? Ich printe jetzt einfach vier Sachen, wenn es regnet. So, ne? Ich kann zwei Sachen printen, wenn es regnet. Wieso auch nicht? Hier. Und damit klar ist, dass die zu diesem Block gehören, zu diesem if, rückt man sie ein in Python, statt wie in Java eine geschweifte Klammer vorne. Also in Java würde das im Prinzip so aussehen. Oder ich, wenn ich Java sage, meine ich all die anderen, die ich erwähnt habe, da würde das so aussehen. Ja? Das ist in Python nicht so. Python rückt man ein. Genau. Das ist, ja, den habe ich jetzt kaputt gemacht. Also das wäre, wenn ich ein Grün in ein Grün rein tue, ne? Also jetzt, ob das jetzt der Grüne ist oder einen Blauen in einen Blauen reinstecke. Sieht man nicht auf Anhieb, bei den Blöcken ist es visuell. Und hier hat Python natürlich versucht, auch etwas Visuelles draus zu machen. Ja? Also das if könnte hier rein. Meinst du? Letzten Endes bedeutet es, wir machen das Beispiel. Jedem klar, was da passiert? Wieso weiß ich, dass hier ein Regenbogen wahrscheinlich quasi, wieso sage ich, genieß den Regenbogen? Ja? Wir sind in einem Block drin. Denkt daran, wir sind in einem Block. Einen großen grünen Block. Ja? Dann haben wir eine Print-Anweisung, irgend so ein lila Ding. Und dann haben wir wieder eine Print-Anweisung, irgend so ein lila Ding. Und dann haben wir wieder noch eine Entscheidung, die wir treffen können. Du könntest hier viele Alternativen für. Ich wollte nur verdeutlichen, dieses Block im Block. Man kann ja, also die dasselbe Programmausgabe kann man. In diesem Fall nicht. Schau mal. Wenn es regnet und die Sonne scheint, dann genießt den Regenbogen. Okay, das bedeutet es ja, ne? Wenn es regnet, gehe ich hier rein. Und wenn dann zusätzlich auch noch die Sonne scheint, gehe ich hier rein. Ja, du kannst natürlich Elif. Und jetzt müsstest du sagen, wenn es regnet und die Sonne scheint. Achtung! Denk daran, es wird nicht beides ausgeführt. Denk an die Kette. Es wird entweder das ausgeführt oder das ausgeführt. Sprich, jetzt hast du mich gezwungen, mit der Lösung diese zwei Ausgaben nochmal zu wiederholen. Jetzt wird das Programm dasselbe tun wie vorher. Ja? Und wenn man nur das erreichen will, was ich gerade erreichen wollte, ist das hier ein bisschen einfacher. Genau. Weil es das wiederverwendet. Ne? Weil wenn die Sonne nicht scheint, gebe ich trotzdem die zwei Sachen aus. Und wenn die Sonne noch zusätzlich scheint, ja. Ja.
Absätze, meinst du das und das? Nee, alles, was hier identisch eingerückt ist, gehört auch zusammen innerhalb in diesem Elif. Ja, also du meinst das hier, ne? Ach so, naja, es ist eigentlich egal. Das meinst du? Ja. Genau, es geht sogar noch schlimmer, nicht zu empfehlen. Ein Leerzeichen. Geht auch. Man verwendet aber eher Tabs. Weiß jemand wieso? Weil die sich so orientieren, die Tabs. Also ein Tab hat eine bestimmte Breite und wenn ich zwei Tabs mache, bin ich identisch. Sonst müsste ich mal gucken, mache ich 6 Leerzeichen, 3 Leerzeichen, auch das geht. Also man muss sich nur entscheiden. Macht man immer ein Leerzeichen, 2 Leerzeichen, 8 Leerzeichen, ein Tab, 2 Tab. Man sollte bei einem Stil bleiben. Tab ist wohl so ein gängiger Stil im Python. Ja. Ja, also du meinst, wenn es immer tiefer reingeht. Ja, klar. Also irgendwann wird es unübersichtlich. Dann brauchen wir noch neue Mittel, zum Beispiel Funktionen und andere Sachen, damit unser Programm nicht so ein Monster wird. Was? Du solltest dich nur nicht innerhalb desselben Python-Programms mal für Leerzeichen, mal für Tab. Du solltest einen Stil entwickeln. Du solltest bei einer Sache bleiben. Ich kann nur die Empfehlung geben, bei einem Stil zu bleiben, weil sonst dein Programm hat ja dann so einen Fluss, ne? Und dann so, damit du es lesen kannst. Also, nochmal, im Colab gibt es diese lustigen Linien. Und hier hatten wir eine zweite Einrückung. Ne? If, es gibt sogar diese fantastischen Dinger. Okay? Und ihr seht diese Blöcke, ne? Ja, weggegessen. Und der hat jetzt alles weggegessen. Und wieder ausgespuckt. Und dieses if muss eingerückt sein, damit es unter den anderen Anweisungen von dem if ist. Und dieses print muss eingerückt sein, weil es ja in dem Block von dem if ist. Und dann geht es wieder zurück zu dem else, der gehört zu dem äußeren. Ja, und dann geht es immer so weiter. Weil zum Beispiel beim letzten Mal sind natürlich einige darüber gestolpert, dass sie hier ihre Lösung schreiben mussten. Ja, und nicht hier. Da gab es dann Fehler. Man hätte auch ein Leerzeichen machen können. Das liegt daran, das ist jetzt eine Funktion, haben wir jetzt noch nicht besprochen, was Funktionen sind. Aber Funktionen sind auch nur ein anderer Block mit einer anderen Farbe. Die sind dann rosa gepunktet oder orange. Machen auch. Aber hier machen sie halt diese Anweisung, jene Anweisung, jene Anweisung. Die müssen so eingerückt. So. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die Aufgabe. Dann habe ich euch nämlich die heutige Übungsaufgabe. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas geändert, ne, in dem Bool if erz. So, ich glaube, so war das. Die Aufgabe. Also erst einmal, ihr müsst mir Signale geben, wenn ich schneller machen muss oder langsamer machen muss. Ich gucke mal in die Augen und manche nicken und manche sagen, ja, ich verstehe die Geschwindigkeit. Andere geben mir kein Feedback. Die Aufgabe wird um 14 Uhr freigeschaltet. Das ist eine Aufgabe, wo wir folgende Interaktion mit dem User haben wollen. Wir fragen dem User, wie heißt du? Und dann sage ich Siamak. Und dann sagt er, hallo Siamak, wie alt bist du? Dann sage ich, dann vermutlich Input und umwandeln in Integer. Ich bin 7. Die Ausgabe ist, frag deine Eltern. Weil das Ding soll jetzt das ist ein Sportratgeber. Es soll uns sagen, welchen Sport wir machen sollen. So, und ich sage 17.
Und wenn ich 17 sage, Achtung, das ist wie jetzt Sonne scheint und Regenbogen. Ich habe hier schon eine Entscheidung getroffen, dass ich sage, wenn es zwischen 16 und 25 ist, gehe ich hier rein. Und jetzt frage ich nochmal was. Das ist wie dieser Regenbogen, noch mehr, noch tiefer. Und liebst du denn Aufregung oder eher unaufgeregte Sachen? Ja, ich liebe Aufregung. Magst du denn gerne auch Sport in der Gruppe? Scheiße, wir sind schon wieder noch eins reingegangen. Ein Block, ein Block, ein Block. Und dann soll es sagen, Handball, Fallschirm, Golf, Joggen, Wandern, Yoga oder spreche mit einem Arzt. Okay, das soll das Programm tun. Meine Tests, Achtung, Achtung, weil ihr immer mit diesen Tests Fuck-up habt, meine Tests prüfen diese gelben Ausgaben. Bitte die Tippfehler vermeiden. Nicht frag Eltern. Ja, oder Eltern mit So Handball, so mehr verlangt es nicht. Einfach nur, wenn man diese Werte reingibt, soll unten, genau. Und hier erwartet es immer ein Ja, Nein. Also Ja, Nein. Aber es braucht die Eingabe auch genau den Wort. Nee, braucht es nicht. Nee. Da kannst du sagen, ey Alter. Ne? Hi Digga. So. Was meinten Sie jetzt mit dem Test? Verstanden? Damit du deine volle Punktzahl bekommst, läuft ja bei Submit, laufen so Prüfungen. Letztes Mal die Übung mitgemacht? Ja. Gut. Und die Prüfungen schauen immer, ob dein Programm diese Ausgabe produziert. Oder diese. Dann kriegst du 100%, wenn du richtig... Okay, vielen Dank. Danke fürs Mitmachen, ja?